Wir machen heute mal wieder eine Bierverkostung. Das gab's schon lange nicht mehr und ich habe mir extra zwei österreichische Bier besorgt in der Stadt Bregenz in Vorarlberg. Das hier ist, glaube ich, die älteste Brauerei von Vorarlberg. Da sage ich später noch mal was dazu. Ich muss den Wikipedia-Artikel noch mal aufrufen. Ein Mohrenbräu. Dazu gibt es eine interessante Geschichte, die erzähle ich euch gleich. Das Ganze habe ich gestern auch in Bregenz im Restaurant getrunken. Fand das so lecker, dass ich dann in den Spar gegangen bin, in den örtlichen, und mir eine Flasche besorgt habe. Das ist das Mohrenbräu Spezialbier mit diesem Logo hier, mit diesem entschärften Logo, das Vorarlberger Bier, Spezialbier, und auch oben auf dem Deckel haben wir nochmal das Logo drauf. Interessant fand ich den Warnhinweis. So, die Österreicher sprechen zwar Deutsch, also zumindest so halbwegs, aber die drücken vieles ganz anders aus wie wir. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, Energiewert. Flasche steht unter Druck, kann bei Gewaltanwendung bersten, in Klammer Splitterflug, nicht stoßen. Das Ganze eben hergestellt von der Mohrenbrauerei Vertriebs KG in Dornbirn. Und das will ich jetzt eben mal verkosten. So, und ich werde das Ganze jetzt hier mal antrinken aus der Flasche direkt. Da seht ihr zwar nicht viel vom Bier, aber ich wollte euch ja eher was dazu erzählen noch. Ja, riecht nach Bier. Mohrenbräu Spezial. Schmeckt sehr gut, vollmundig, hopfig, bilde ich mir ein. Fruchtig auch. Ist ein gutes, helles Bier, meiner Meinung nach 5,6%, ziemlich stark. Lustig finde ich, dass die Österreicher auch Pfand haben, allerdings nicht auf Dosen. Ich habe auch einen Red Bull gekauft gestern, sondern nur auf Mehrwegflaschen. 9 Cent sind da drauf, auch lustig, weil bei uns sind 8 Cent drauf. Naja, was heißt lustig, aber ist schon interessant, wie anders Österreich dann schon wieder ist. Vorrangstraße, Stichwort Vorrangstraße, ist genau das gleiche wie eine Vorfahrtsstraße, aber man drückt es halt anders aus, aus welchen Gründen auch immer. Sehr feines Bier. Kann man gut trinken. Sehr süffig. Die Mohrenbrauerei Vertriebs KG in Dornbirn ist die älteste Vorarlberger Bierbrauerei. Die Brauerei produziert mehrere Biersorten, Weine und Limonaden. Mit einem Gesamtmarktanteil in den Sparten Gastronomie und Handel von 47,8% war die Mohrenbrauerei im Jahr 2014 Marktführer unter den vier Vorarlberger Brauereien. 2021 gründete die Brauerei zusammen mit 9 anderen Gründungsmitgliedern den Verein der unabhängigen Privatbrauereien Österreichs. Also, sehr leckeres Bier. Kann ich empfehlen. Das Logo habt ihr gesehen. Ich zeige euch mal noch kurz das alte Logo. Die Kombination des Wortes Moor mit der stereotypen Darstellung eines schwarzen Menschen im Logo wurde wiederholt als rassistisch kritisiert. So wurde die Darstellung 2012 als rassistische Stereotypisierung thematisiert, da das Logo die karikaturenhafte Silhouette eines Mannes mit wulstigen Lippen, krausem Haar und einer markanten Nase darstellt. Offiziellen Aussagen des Unternehmens zufolge handelt es sich beim Logo um das im Jahr 1834 vom ursprünglichen Brauereigründer Josef Mohr übernommene Familienwappen. Irgendwann haben sie es dann doch erneuert, ihr Logo, nachdem sie zunächst ihre Social-Media-Accounts stillgelegt haben, und nach eigenen Angaben wurde das Ganze halt stark reduziert. Weniger wulstige Lippen, keine markante Nase, neutral statt kolonial. Wobei ich dazu sagen muss, dass das ganze Stadtbild in Bregenz immer noch von dem alten Logo dominiert wird. Das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das ändert sich so schnell auch nicht. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, hervorragendes Bier, kann ich empfehlen. Und dann teste ich gleich noch ein zweites Bier, das Egger Spezial, ebenfalls aus Vorarlberg.
Auch ein gutes Bier, bisschen herber vielleicht, weiß es nicht genau, Egger Spezial. Schonende Filtration, viel Zeit zum Reifen und keine Kurzzeiterhitzung. Sagt Ihnen nichts, sagt vielen nichts, egal. Wichtig, deshalb ist unser Spezial so schön golden und schmeckt süffig und vollmundig. Ja, und damit bin ich dann auch schon wieder raus. Österreichisches Bier getestet, kann ich empfehlen. Egger Spezial und Mohrenbräu, super Sache. Beachte bitte meine anderen Videos aus Bregenz. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.